In diesem Video stelle ich eine kleine Tesla-Spule vor. Das Prinzip beruht auf der Erfindung von dem Physiker Nikola Tesla. Wie genau eine Tesla-Spule funktioniert, kommt in einem separaten Video. Die hier verwendete Tesla-Spule besteht aus vier Komponenten. Die Primärspule, durch die eine hochfrequente Wechselspannung fließt, die Sekundärspule mit aufgeschraubter Metallkugel und der Hochfrequenzgenerator. Die vierte Komponente ist ein sogenannter Interrupter. Dieser unterbricht die kontinuierliche hochfrequente Wechselspannung in der Primärspule und damit auch die Entladung in der Sekundärspule. Die Intervalle können geregelt werden, sodass die Abstände mal größer, mal kleiner sind. Nähert man sich mit einer Leuchtstofflampe den Hochspannungsteilen der Tesla-Spule, fängt diese an zu leuchten, ohne an Strom angeschlossen zu sein. Dieser Effekt tritt ein durch den Verschiebungsstrom. Und die Energie der Entladung reicht aus, um ein Blatt Papier zum Brennen zu bringen. Daher sollte man unter keinen Umständen die Entladung berühren. Bei Verwendung einer Tesla-Spule entsteht immer Ozon, welches man an einem chlorähnlichen Geruch erkennen kann. Daher sollte der Raum immer gut belüftet werden. Entfernt man jetzt bei diesem Aufbau den Interrupter, entsteht eine kontinuierliche Entladung ohne Knallgeräusche. In zwei weiteren Videos wird es einerseits um die Frage gehen, wie genau funktioniert eine Tesla-Spule, und in einem anderen Video geht es darum, wie man mit einer Tesla-Spule Musik erzeugen kann. Und denkt dran, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der neuen Videos mehr verpasst.